Hallo und herzlich willkommen zu dieser Tutorial-Serie über den Hive 2 Synthesizer von Yuhi in der Version 2.1. In dieser vierten Folge erzähle ich etwas über die Envelopes, die Hüllkurvengeneratoren, die LFOs und den Scope. Aber legen wir doch einfach mal los. So, das nur als kleiner Vorgeschmack, beziehungsweise Entschuldigung, dass es jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit kaum so schön Sound gibt, aber dennoch, das ist jetzt der Hive 2 Synthesizer und in dieser Episode geht es um die Hüllkurvengeneratoren, also die Envelope Generator. Das sind dieser Bereich hier, Amp1 und Mod1. Und hier Mod 2 und Amp 2. Wie so ziemlich viel ist hier alles gespiegelt bei dem Hive 2 und den LFOs. Das ist hier der LFO 1 und der LFO 2 und dem Scope. Und mit dem Scope fange ich gleich mal an, weil das ist nämlich eine super Sache, gerade wenn man mit so Modulatoren, Envelopes oder ähnlichen hantiert. Das Scope, wenn man da drauf klickt, hier macht im ersten Moment, jetzt haben wir natürlich einen anderen Sound, jetzt kommt einfach nur eine Sägezahn, zeigt einfach nur die Stereosumme an und dann sieht man hier die entsprechenden Wellenformen. Und bei dem Scope hat man hier oben zwei verschiedene Symbole. Das eine ist, es wird hier farbig angezeigt und das rechte davon, es wird monochrom angezeigt. So, ein bisschen gerade hart die Töne, im Gegensatz zu eben. Mit einem Rechtsklick auf dieses Scope kann ich diese ganzen Wellenformdarstellungen nochmal anders darstellen. Glow ist der aufwendigste, der hat so einen leichten Verwischeffekt. Das wischt so ein bisschen hin und her. Dann gibt es den Echo. Der macht auch so ein bisschen, nicht so sehr viel. Und dann gibt es den Fast. Und der macht noch weniger Animationen. So, gehen wir hier mal auf den Clean-Modus von der Synth-Engine. So, und das ist jetzt noch nicht alles, was dieses Scope kann. Also man kann hier schon mal die Wellenformen darstellen von der Stereosumme. Jetzt hat er aber hier unten noch mal mehr Parameter, und zwar kann ich hier reinzoomen zum Beispiel und den auch hin und her schieben. Wobei so viel ist mit dem Hin- und Herschieben dann auch nicht. Aber ich kann mir einfach die Wellenform wie so ein Oszilloskop einfach anschauen. Oder halt ein Stückchen raus oder halt komplett rauszoomen. Dann gibt es hier noch die Schneeflocke, und die Schneeflocke heißt einfach nur, dass man den aktuellen Stand einfrieren kann. Wenn ich das jetzt klicke,
Dann habe ich die Welle, wo ich den, an der Stelle, wo ich den Ton dann auch wieder losgelassen habe, kann mir die Welle anschauen, wenn ich das möchte. Und hier unten sind noch, dann noch vier Felder. Und da kann ich einen Rechtsklick drauf machen, beziehungsweise einen Linksklick. Mit dem Linksklick sehe ich jetzt plötzlich diese Riesenliste an Modulationsquellen. Das heißt, ich kann jede Modulationsquelle da rein tun und mir einfach anschauen, was diese Modulationsquelle macht. Das geht hier noch wesentlich weiter. Also man kann hier richtig, richtig viele Modulationsquellen machen. Routen, sage ich jetzt mal. Also es geht aber noch einfacher. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier diesen LFO1 nehme und den jetzt einfach hier reinziehe, dann zeigt er mir an, was dieser LFO hier macht. Wenn ich hier die Welle wechsle, okay, das war jetzt nicht so sonderlich toll, nehmen wir Sinuswelle, ein bisschen langsamer, dann habe ich auch eine Sinuswelle drin. Und so kann ich mir sämtliche Modulatoren, die ich habe, hier reinziehen und das geht bis zu vier Stück. Jetzt habe ich hier einmal LFO1, Mod 1, nochmal Mod 1, da im Moment gerade von Mod 1 nichts läuft, weil ich keine Taste drücke. Wenn ich jetzt eine Taste drücke, sehe ich, dass hier was angezeigt wird. Ich mache das mal alles ein bisschen leiser. So, jetzt habe ich halt zweimal Mod 1. Da könnte ich jetzt einen Linksklick. Rechtsklick ist wie immer, kann man das locken von einem Preset zum nächsten. Mache ich hier auf None, dann ist das gelöscht. Und jetzt habe ich nur drei Anzeigen hier, LFO1, Mod 1 und Amp1 zum Beispiel. Das ist das Scope und das sollte man immer mal wieder benutzen, wenn man jetzt auch gerade mit den verschiedenen Modulationsquellen arbeitet und die unter Umständen sich auch gegenseitig modulieren lässt. Dann kann man zum Beispiel das Ergebnis hier reinziehen und einfach mal gucken, was diese Modulationsquelle hier auch macht. Die ist jetzt hier nämlich auch ganz interessant. Die verschiebt sich hier immer. Okay, aber gehen wir jetzt einfach mal los. Diese Amp1 und Mod 1 Hüllkurvengeneratoren sind wie gesagt hier gespiegelt, genauso wie der LFO. Und diese Hüllkurvengeneratoren haben jeweils hier oben auch wieder diesen Pfeil nach unten. Und das ist wie bei dem Filter und wie bei dem Oszillator, kann man jetzt die Einstellung von dem Amp 1 zum Beispiel kopieren und im Prinzip auf den Mod 1 rüber pasten, einfügen. Und dasselbe könnte man jetzt einfach hier Mod 2 machen, paste, und dann wird hier, habe ich hier dieselben Einstellungen. So, Copy-Paste, dann kann man das Ganze abspeichern als Preset. Man kann sich die Presets im Datei-Explorer anschauen. Und das sind im Endeffekt nichts anderes als Textdateien, diese H2P-Dateien. Die könnte man auch mit einem Texteditor bearbeiten. Dann kann ich hier einfach auf Init klicken. Und dann habe ich den Standardwert, den dieser Modulator einfach hat. Und hier sind dann die verschiedenen Presets, die ich auswählen kann und habe dann gleich noch hier diese Einstellung Medium Plug, Short Plug, Basic Polysynth, Slow Pad. Und da sind halt gleich mal so ein paar Einstellungen hier mit dabei. So, die Envelope-Generatoren bestehen ja normalerweise immer aus Attack, Decay, Sustain, Release und manchmal gibt es noch ein paar andere. Mit Hold zum Beispiel gibt es auch noch mal oder es gibt die Plug. Envelope-Generatoren, das haben wir hier alles nicht. Wir haben hier quasi nur ein ADSR, also Attack, Decay, Sustain, Release. Und das Ganze kennt ihr ja bestimmt, dass das, ich will einfach den Punkt hier gerade mal weg haben. Attack ist die Zeit, in dem der Sound braucht, um eben von 0 zum Maximum zu kommen. Decay ist die Zeit, die der braucht, um vom Maximum der Lautstärke, weil A ist ja Amplifier, also Verstärker, vom Maximum der Lautstärke auf den Sustain Level, also auf die Sustain Lautstärke zu kommen. Und sobald ich die Taste loslasse, kommt die Release-Zeit rein und die kann ich dann einfach einstellen, wie lange es braucht, dass der Ton ausklingt. Das heißt, ich habe hier zwei Zeiteinheiten, dann habe ich eine Lautstärkeneinheit und dann habe ich wieder eine Zeiteinheit.
So, und so einfach ist ein ADSR und ich kann da jetzt halt einfach einstellen, wenn ich das jetzt alles hier so runter mache, alles deaktiviere, dann habe ich quasi immer nur, wenn ich eine Taste drücke, läuft der Sustain. Und vielleicht sollte ich den Cutoff auch komplett aufmachen. So, wenn ich den Sustain ein bisschen runter mache, ist es ein bisschen leiser. Wenn ich den Decay höher mache, dann braucht der länger, um reinzukommen. Man sieht hier schön. Ich mach mal die anderen hier weg. Es gibt auch. Ich kann mal schauen. So, das Amp auch weg. Jetzt nehmen wir nochmal den Amp hier rein. So, jetzt haben wir den Amp hier drin. Und der zeigt mir jetzt schön an, wie die Kurve hier verläuft. Solange ich die Taste halte. Loslassen ist er weg, weil Release ist weg. Jetzt setze ich Release ein bisschen hoch. Jetzt warte ich, bis der ein bisschen hier vorne ist. Lasse ich Release hoch, dann geht es ein bisschen langsamer runter. So, und wenn ich das Sustain-Level noch niedriger mache, dann geht es so runter, Release geht da runter. Decay mit dem Attack. Und ich sehe dann halt immer schön die Kurve. Wenn ich ein langes Attack mache, Attack, Decay, Sustain, Release. So. So, und mit dem Hüllkurvengenerator, kann ich natürlich jetzt auch irgendwelche Sachen modulieren, also jetzt nicht nur in den Scope reinziehen, sondern ich könnte jetzt das Volume so modulieren, wäre jetzt ein bisschen blöde. Machen wir einfach mal den Cutoff und sagen, okay, ich setze den Filter so, dass der normalerweise so klingt. Und klicke jetzt hier auf den roten Punkt und ziehe das nach oben. Und dann habe ich hier quasi von dem Punkt, den es hier unten geht, bis Maximum. Das heißt, es wird dann die Zeit Attack gebraucht, um von dem Punkt bis zum Maximum zu gehen. Dann die Zeit von dem Decay, um von dem Maximum wieder runter zu gehen auf das Sustain Level und dann die Zeit, bis er dann ausklingt. Und noch ein bisschen offensichtlicher vielleicht machen. Ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, weil wenn er von einer niedrigen Lautstärke nach oben geht und gleichzeitig den Filter aufmacht, können wir mal vielleicht einfach andersrum probieren. Wie immer, wenn ich auf den roten Punkt klicke, kann ich die Modulation hier verändern. Und wenn ich nicht auf den roten Punkt klicke, kann ich den Schalter verändern. Dann hier habe ich jetzt gleichzeitig definiert, was der Sustain Level ist. Je höher der ist, desto tiefer geht der hier rein. Also ich habe den quasi entgegengesetzt gedreht. Und je höher ich den schiebe, desto lauter ist er natürlich dann auch. Zum Beispiel. Diese Modulation kann man dann auch wieder löschen, indem man mit rechts draufklickt auf den Knopf und Remove Modulation hier anklickt und dann ist die Modulation weg. Machen wir hier nochmal die Modulation hier hin. So, wenn ich jetzt irgendwo anders hinklicke, ist die Modulation hier weg. Um die wieder zu kriegen, kann ich hier auf den Knopf klicken und dann sehe ich wieder, welche Regler moduliert worden sind. Zum Beispiel, ich kann jetzt hier mal so ein paar so visuell modulieren, mach das weg, klick hier wieder drauf und dann sehe ich, welche moduliert sind. Das geht mit jedem Regler, den ich hier irgendwie oder jedem Modulator, den ich hier irgendwie benutze, wenn ich jetzt irgendwas moduliere oder so, kann ich dann immer hier draufklicken, dann sehe ich, die sind moduliert mit dem und die sind moduliert mit dem. Ein Rechtsklick hier drauf sehe ich die Modulation zum Beispiel. Ich sehe, wenn ich hier einen Rechtsklick mache, was ich alles moduliere, also die Ziele sehe ich hier nochmal aufgelistet. Und dann habe ich hier unten in der Modulationsmatrix, was nochmal eine eigene Folge wird, sehe ich jetzt auch nochmal, welche Modulatoren genommen worden sind und welche Ziele sie haben. Hier sehe ich
Ich mache das vielleicht mal ein bisschen größer und schiebe das nach oben, sodass man das halt einfach auch toll sieht. Hier sehe ich, okay, der Amp1 hier oben, na, sieht man das? Ja, der Amp1 hier oben ist der Modulator. Da wurde der Filter-Cutoff genommen und das ist, wie weit der moduliert worden ist im Minusbereich oder eben hier im Plusbereich. Und ich kann dann hier einen ausschalten. Jetzt mache ich schon wieder viel zu viel. Und ich sehe hier, der Amp1 reguliert hier auch den Filter und der Amp1 reguliert auch das Volume und der Mod1 reguliert den Filter, LFO-Depth und so weiter und so fort. Dann sehe ich die ganze Liste hier zum Beispiel. Also da habe ich auch nochmal die Möglichkeit, da reinzugehen. Ich lasse das jetzt vielleicht einfach erstmal so groß. Ist ja auch schön zu gucken. Und wenn ich das jetzt alles weghaben will, kann ich das natürlich jetzt hier so am Stück wegmachen oder ich kann das hier wegmachen oder hier könnte ich den wegmachen. Aber jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ich moduliere jetzt auch hier nochmal den. Jetzt habe ich zwei Modulationswellen, den Amp 1 und den Mod 1. Und wenn ich jetzt auf den Knopf hier klicke, dann steht hier Remove Modulation und wenn ich hier direkt hier vorne drauf klicke, dann mache ich nur das Fenster zu. Schön wäre jetzt einfach noch gewesen, wenn ich quasi mit einem Schlag beide löschen kann. Ich meine auch, dass das irgendwo der Fall gewesen wäre hier über das Menü, aber ansonsten gibt es ja noch die Mod-Matrix, da kann man das auch nochmal löschen. Beziehungsweise theoretisch müsste das auch mit dem Init gehen. Probieren wir gerade mal, ob das auch die Modulations löscht. Die Modulation löscht. Nee, löscht die Modulation nicht. Okay. So, löschen wir das hier so. So, das heißt, ich kann hier eine ganz normale Lautstärken-Hüllkurve generieren mit einem langsamen Attack. Jetzt habe ich hier ein LFO drin. Entschuldigung. Jetzt habe ich irgendwo noch, dann machen wir das ganz einfach. Machen wir hier wieder einen Init. Und dann gehen wir wieder, sind wir wieder hier und alles ist wieder original. Würde gerne den so ein bisschen rumschieben hier. So, ein bisschen leiser. Das heißt, also hier kann ich eine Lautstärken, eine Amplifier Hüllkurve anlegen und hier kann ich einfach eine Modulation, was auch immer das bedeutet, für was ich das benutze, eben auch anlegen. Meistens benutze ich das hier auch nochmal beim Filter. Das kann ich hier nochmal sagen, wie stark diese Modulationsquelle hier benutzt werden soll. Da muss ich aber hier paar andere Werte annehmen oder in Negative rein, sodass der hier dann sieht. Längere Attack sieht man, ist hier langsamer der Filter und dann geht es hier, je nachdem, wo ich den einstelle. Und mit der Release-Zeit, die ist natürlich dann auch wieder abhängig von der Lautstärke, wie schnell die abklingt. Wenn die Lautstärke ganz schnell abklingt, dann kann die Release-Zeit hier so lange sein, das hört man halt einfach nicht mehr. So, und was jetzt natürlich auch wichtig ist, Modulation 1 hat hier natürlich auch wieder diese Presets hier drin mit Copy-Paste und so weiter, das hatte ich ja vorhin noch gezeigt. Man kann hier nicht nur andere Quellen modulieren, man kann hier auch eigene Quellen, die eigene, also sich selber modulieren quasi. Das Ganze hat so ein bisschen den Hintergrund, wenn ich jetzt hier den Amp hier reinziehe und mir diese Modulation hier anschaue. Ich mache mal das Volume ein bisschen leiser, damit das nicht jedes Mal so ordentlich reinknarzt. Und ein bisschen Attack rein, Sustain vielleicht nicht ganz so hoch. So, dann haben wir hier Attack, Decay und das ist der Sustain und das ist Release. Machen wir ein bisschen länger. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel den Attack hier moduliere, dann habe ich hier oben drüber diesen kleinen roten Punkt und den kann ich natürlich wie bei den anderen auch modulieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf klicke und die Maus nach oben schiebe, sehe ich, wie hier so ein Strich kommt. So, und wenn ich jetzt einen Attack mache, sehe ich, dass
die Kurve konkav, also nach konvex, also nach oben gewölbt ist. Wenn ich den jetzt hier nach unten ziehe, den vielleicht ein bisschen länger mache, den ins Negative schiebe, dann sehe ich, dass die hier diesmal konkav ist. So, das heißt, ich kann durch die Eigenmodulation kann ich die Kurve nochmal beeinflussen, wie die sich biegt, wie schnell oder wie langsam die am Anfang oder am Ende ist. Nochmal, kann ich das nochmal so machen? So ist sie konvex, also nach außen gewölbt, mit positiven Werten. Und wenn ich die... So ist sie konkav, nach innen gewölbt. Das heißt, am Anfang geht sie langsam und dann schnell hoch. So kann ich eine etwas dynamische Attack erzeugen oder dynamische Decay oder Release. Beim System habe ich es ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert. Hier irgendwo auf den Attack, Remove Amplitude. Mal gucken, was beim Sustain passiert, wenn ich den hier ins Minus. Passiert nicht so wahnsinnig viel, würde ich mal jetzt behaupten. Machen wir den mal ins Positive rein. Okay, da kann ich den nochmal hier steuern. Ich könnte den natürlich auch nochmal modulieren, wenn ich das hier machen wollen möchte. Oder ich kann das natürlich auch das Ganze nochmal mit dem Release machen. Hier einfach draufziehen, den roten Punkt. Und dann vielleicht Länge und Release. Noch länger ein Release. Zum Beispiel. Rechtsklick hier drauf, Remove Modulation und weg ist das Ding. So, und das gleiche kann ich natürlich auch mit dem Mod hier machen. Kann auch eigen oder ich kann mit der Amplitude den Mod oder also man kann hier einfach querbeet sich gegenseitig modulieren. Sich selber, sich gegenseitig oder irgendwie was anderes oder alles auf einmal. Das geht. So, jetzt der Amplitude, also der Lautstärke, Hüllkurvengenerator, Envelope Generator. Manchmal werden die auch AEG genannt, also Amplitude Envelope Generator oder FEG. Das wird meistens dann für einen Filter hier genommen, denn Mod 1 für Filter Envelope Generator. Die haben hier unten jetzt nochmal jeweils Einstellungen. Ne? Das eine ist hier der Trigger. Das heißt, da wird einfach bestimmt, wann und wie irgendein Event passiert, eine Sache passiert, dass der dann irgendetwas tut. Und Gate ist einfach das Event, wenn ich eine Taste drücke. So, ich drücke eine Taste und dann geht die Envelope los. Und wenn ich jetzt hier einen Linksklick drauf mache, dann sehe ich, es gibt einen One-Shot und einen LFO1 und LFO2. Gate, wie gesagt, Taste drücken. One-Shot ist, ich drücke, kann ganz kurz eine Taste drücken und die wird dann so durchgespielt quasi, wie ich sie angelegt habe. Ich sustain es mal so. Vielleicht das Ganze mal ein bisschen kürzer hier. So, das ist meine ADSR-Kurve. Da sehe ich einfach, da ist jetzt der Decay relativ lang. Und dann geht's runter. Release länger vielleicht. Zum Beispiel. So, wenn ich die Taste drücke, macht das auch nichts. Ich halte die Taste jetzt gerade immer noch gedrückt. Ich muss einmal nur kurz antippen, die Taste. Und dann spielt er einfach nur die Envelope durch. Das ist der One-Shot. Wenn ich jetzt hier Release auf lange mache, braucht er auch relativ lange, um fertig zu werden. Und ich könnte jetzt hier auch zum Beispiel den Release nochmal verlängern ins Positive. Dann spielt er sehr lange. Ohne dass ich Taste drücke. Und ihr seht, wie langsam das dann dem Ende zugeht. So, machen wir die Modulation hier wieder weg. So, und dann gibt es hier den LFO1 und die LFO2. Wenn ich das jetzt auf LFO1 eingebe, dann ist der hier gemeint.
Bei diesem Trigger ist nichts anderes als hier die Rate ausschlaggebend. Die Wellenform hat ja überhaupt gar keine Auswirkung auf den, Hüllkurve. Die Phase hat dann noch so ein bisschen eine Auswirkung, je nachdem wann der Trigger ist. Wenn ich jetzt den LFO1 hier auch nochmal drauf tue und den vielleicht einen Ticken langsamer mache, und an der Rate rumdrehe, die ja nichts anderes ist als die Geschwindigkeit, dann sehe ich hier quasi, ich halte eine Taste gedrückt die ganze Zeit, dann sehe ich, wie der das durchläuft, und jedes Mal, wenn die Wellenform quasi an der richtigen, mit der Phase beginnt, glaube ich, dann wird auch ein Trigger ausgelöst und dann wird diese Wellenform durchlaufen. Wenn ich die Taste halte, wird sie komplett durchlaufen. Wenn ich die Taste loslasse, dann wird quasi ab dem Sustain Level Release Level gefahren. So. Und wenn ich die Taste nicht loslasse, dann wird am Ende von der Phase hier, wird quasi der Release in Gang gesetzt. Und am Anfang der Phase wird dann wieder der Attack in Gang gesetzt. Das heißt, wenn ich eine lange Note habe, dann wiederholt es sich nach der Rate des LFOs. Und mit der Phase, wenn ich hier jetzt so ein bisschen rumspiele, dann bin ich jetzt hier gerade immer aus der Phase raus. Aber hier sehe ich zum Beispiel, das fängt immer an, wenn er hier beim Nulldurchlauf ist. Wenn ich hier rum vorwerke, dann muss ich viel Glück haben, oder hier dazwischen. Wenn ich jetzt so die ganze Zeit hin und her schiebe, dann kann ich die Phase ständig quasi eliminieren bzw. rückwärts laufen lassen, und dann kriegt er keinen richtigen Trigger unter Umständen oder einen zu schnellen Trigger, dass er wieder fertig ist. Das heißt, LFO1 ist dieser LFO und LFO2 hier unten, Linksklick, ist der LFO auf der rechten Seite. So, und dann gibt es hier den Velocity-Drehregler noch, und der Velocity-Drehregler, den kennt ihr ja sowieso. Wenn der Velocity auf 0 ist, dann gibt es eine Lautstärke, nämlich die komplette Lautstärke. Dann reagiert diese Hüllkurve nicht auf, wie stark ich die Tasten von meinem Keyboard anschlage, das auch Velocity unterstützt. Also das Keyboard muss ja natürlich Velocity auch unterstützen. Das heißt, egal wie stark ich jetzt drauf schlage hier, der Ton ist immer gleich laut. Und wenn ich Velocity jetzt zum Beispiel auf 100% mache und drücke leise drauf oder stark drauf, kann ich einfach mit der Anschlaglautstärke, also der Velocity, auch spielen hier. So, und dasselbe gilt natürlich auch hier für den Mod. Das heißt, hier bei dem Gate habe ich auch dieses Gate, dann One-Shot, dass einmal diese Hüllkurve durchlaufen wird und dann eben die Kopplung an den LFO1 oder an den LFO2. Und die Velocity sorgt dann auch dafür, wie stark diese Bewegung quasi gemacht wird. Das heißt, wenn ich das jetzt hier mal so rein tue, ich will einfach mal den LFO hier raus haben. Na, komm. So. So, und jetzt mache ich die Velocity an und Moment, vielleicht nochmal Original hier. Die Velocity aus, so. So sieht meine Kurve mit voller Velocity quasi aus. Und wenn ich jetzt leise drauf drücke, das ist zu leise, dann habe ich einfach nur noch diesen Wert. Und je stärker ich drauf drücke,
desto stärker kann ich auch diese Modulation quasi in Gang setzen. Wenn ich das jetzt zum Beispiel auf den Cutoff hier machen würde, und drücke nur langsam, leise oder sanft drauf, dann höre ich quasi den offenen Filter und je stärker ich drauf drücke, geht der Filter zu. Mal so. Oder leiser. Das heißt, ich kann hier auch wieder mit meiner Spielweise, wenn ich hier eine schnelle Attack mache, dann wird es nochmal offensichtlicher. Oder leise. So. Das sind diese Velocities. So, dann machen wir hier wieder die Velocity hier weg. Das waren hier die Attack wieder rein. So. Und dann gibt es hier den LFO. Und der hat natürlich dann auch wieder hier, habe ich ja schon gezeigt, diese Modulationsquelle, die ich halt überall oder fast überall hinschmeißen kann und es dann modulieren kann. Und ich nehme den jetzt auch mal gerade hier rein. Und bei dem LFO habe ich natürlich auch wieder hier Copy-Paste für die Einstellung, dass ich die hin und her kopieren kann. Dann eben die Einstellung zu sichern, dann mir die Dateien anzeigen zu lassen, die Presets anzeigen zu lassen, auf Init stellen, dass der in Ausgangszustand ist und dann die verschiedenen Presets zu laden. Da hier Wobble Triangle, Chip Tuner, sowas zum Beispiel oder was haben wir denn noch? Blubber zum Beispiel, dann gibt es halt so ein Blubber-Ding, wenn das halt irgendwie mit irgendetwas verknüpft ist. Aber machen wir einfach mal auf Init, dann haben wir wieder das Original. So, und was ihr schon gesehen habt, wenn ich hier auf die Triangel klicke, dann kann ich hier aus den verschiedenen Wellenformen auswählen. Also Sinus, Dreieck, dann Sägezahn hoch, Sägezahn runter, Hände hoch, Hände runter. Dann Square, also Rechteck, High, Low, also oben, unten, dann umgedreht, Low, High, Yo, High. Dann gibt es Sample and Hold oder Random and Hold und dann gibt es noch Random Glide, das einfach so fließendere Übergänge hat. Beziehungsweise, ja, genau, fließende Übergänge und man sieht es ja auch immer schön hier in dem Scope. Das ist ja das Tolle an diesem Scope. Man hat hier nicht einfach nur die ikonische Abbildung, sondern man sieht auch tatsächlich, was da gerade passiert. So, und hier gibt es das Polarity Plus. Das bedeutet, dass man, hier ist ja die Nulllinie, dass man das quasi mit Plus- und Minuswerten versehen kann. Oder wenn man dann draufklickt, hat man dann das Ganze nur noch als Pluswerte da. Hier habe ich vorhin schon gesagt, ist die, der Phasenshift, wenn ich jetzt hier ein bisschen viel rum schiebe, wird halt einfach der Anfang der Phase verschoben. Und mit der Rate verändere ich einfach die Geschwindigkeit, wie schnell sich dieser LFO bewegt, hoch und runter, in dem Fall mit dem Dreieck. Die Geschwindigkeit kann ich auch nochmal hier, wenn ich hier auf die 1/8 draufklicke, links von in 0,1 Sekundentakt, 1 Sekundentakt oder 10 Sekundentakt machen, dann die ganzen Notenwerte, 64stel oder gepunktete, also Dotted oder Triplets oder halt dann 2 Takte, 3, 4, 8 Takte zum Beispiel. So, und wenn ich auf das Gate klicke, weil Gate ist ja in dem Fall immer, wenn ich eine Taste drücke, ist ein Gate-Signal, kann ich zum Beispiel ein Sync-Signal drücken. Und Sync synkt es mit der DAW, das heißt, es ist an das Tempo gebunden oder gekoppelt, nicht gebunden. Ich kann ja immer noch hier mit dieser Rate rumspielen. Das heißt, hier habe ich es in der Geschwindigkeit der DAW und wenn ich die Geschwindigkeit der DAW jetzt mal so ein bisschen langsamer mache, sieht man auch, wie der LFO hier langsamer wird. Beziehungsweise, wenn ich das schneller mache, dann wird auch der LFO wieder schneller. So, machen wir das wieder schön auf die 110 Standard. Und, ne? So.
Dann gibt es noch eine Einstellung hier Single, und bei Single ist es so, dass wenn ich eine, ist ein bisschen ähnlich wie bei Gate. Bei Gate ist es so, bei jeder Taste, die ich drücke, hier kann ich den LFO hier, machen wir den einfach mal ein bisschen. Machen wir den so mal. Und ich drücke jetzt eine zweite Taste. Dann spielen, jeder hat seinen eigenen LFO hier quasi. Die laufen jetzt so ein bisschen gegeneinander. Das ist bei Gate, das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Taste drücke, fängt der LFO für diese Taste an zu spielen, also Polyphon. Und bei Single ist das so, dass die alle mit dem gleichen LFO rumwackeln. Dann hat man quasi so ein einheitliches LFO-Gewackel. So, und dann gibt es eben den Random, das heißt, da habe ich halt das Gewackel unabhängig von meinem Tastendruck, das ist halt dann irgendwie. Dann wackelt es halt alles mehr durcheinander. Erzeugt halt einfach auch einen etwas anderen Höreindruck. So, und das war es eigentlich schon an der Stelle. Wie gesagt, also diese ganzen Hüllkurven, die hier sind, also den Amp 1 und den Mod 1, beziehungsweise Amp 2 und Mod 2 und LFO 1 und LFO 2, die kann man alle mit sich selber teilweise eben auch nochmal modulieren. Das heißt, da liegen auch eine Menge Tipps und Tricks drin versteckt, wie man die Modulatoren selber nochmal modifizieren kann. Eine Sache bei den Hüllkurven war ja auch nochmal diese Geschichte, dass ich die ansteigenden oder abfallenden Kurven nochmal konkav oder konvex formen kann, wenn ich da einfach ein bisschen anderes Klangbild haben will. Und ansonsten kann man einfach ganz querbeet alles Mögliche, was irgendwie sich hier verändert, wo man das reinziehen kann, kann man hier modulieren und einfach einen schönen Sound oder einen schrecklichen Sound erzeugen, je nachdem, wie man einfach Lust hat. Das war's an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr mögt das Video, dann teilt die Videos, dann kommentiert. Feedback ist immer total super, da freue ich mich einfach. Dann weiß ich, dass es auch jemand mal anschaut und vielleicht auch mal probiert. Schreibt mir auch gerne, wenn ihr irgendwie was macht, was ihr da macht, wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt. Wenn ihr Fragen habt und ich die vielleicht auch beantworten kann, würde ich mich auch sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao.